das ist eigentlich das, was Buttling groß gemacht hat. Fleiß, Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein. Die Verbindung mit Buttling und der Erfolg in dieser kurzen Zeit zeigt einfach, dass da zwei aufeinander getroffen sind, die sich verstehen. Wir sind Qualitätsführer in vielen Bereichen und das ist etwas, wo wir uns vom Wettbewerb abheben. Ich kenne Buttling über 40 Jahre und bei allen Großaufträgen wie auch hier haben wir dann die Firma Buttling beschäftigt. Fortschritt aus Tradition. Ich sage mal, Tradition ist Weitergeben von Feuer, nicht Weitergeben der Asche. Wir verarbeiten nicht rostende Stähle. Wir haben unsere Kompetenz in der Werkstofftechnik, in der Schweißtechnik und in der ganzen Fertigungstechnologie. Das Rohr ist das zentrale Bauteil, was wir herstellen. Wir montieren dem Kunden das vor Ort, machen den klassischen Anlagenbau. Der Schlüssel für Erfolg ist für mich zuzuhören. Dass ich nicht hingehe und dem Kunden nur das verkaufen will, was ich habe, sondern dass ich zuhöre, was er wirklich braucht, welche Herausforderungen hat er und dann eine maßgeschneiderte Lösung anbietet. Und da hat Buttling ein Riesenfeld an verschiedenen technischen Möglichkeiten durch unseren doch sehr vielseitigen Maschinenpark und unser vielseitiges Know-how. Im Grunde kenne ich kaum einen Auftrag, wo eine Anfrage kam, wo wir gesagt haben, das machen wir nicht, das können wir nicht. Dabei ist es egal, wer am Tisch sitzt, ohne Hierarchiedenken, sondern die Mitarbeiter, die gute Ideen bringen, die werden gehört und wir versuchen, diese Ideen auch umzusetzen. Ich will keine Besprechung machen, wo ich sage, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich will eine Lösung haben. Ja, wir nehmen halt jede Herausforderung an und freuen uns im Prinzip dann, wenn wir den Kunden wieder glücklich machen können. Ne? Ja, ein Beispiel ist sicherlich der Krones Rohrring-Behälter, wo ein Kunde halt kam. Eine Idee hatte, kein Unternehmen gefunden hat, das dieses Produkt mit den entsprechenden Toleranzen fertigen kann. Also wir müssen sehr weit gehen, um jemanden mit dieser Kompetenz zu finden. Und wir waren damals in der Lage, in einer sehr kurzen Zeit einen ersten Prototypen von dem Traum des Kunden sozusagen herzustellen. Von der Entwicklung des ersten Prototypen in Anführungsstrichen über die Zeichnung bis hin zu jetzigen Optimierungen. Und dort ist Buttling einfach ein geeigneter Partner, weil Veränderungen, Verbesserungen, Optimierungen, Weiterentwicklungen einfach mit Spaß und Elan aufgenommen werden und wir gegenseitig voneinander profitieren. Also was mir am allermeisten freut, ist letztendlich ein unkomplizierter Umgang. Aber nichtsdestotrotz läuft nicht immer alles regelkonform. Und da zeichnet sich halt Buttling ebenfalls mit dem gleichen Herz aus. Und dadurch, dass wir, ich sag mal, in der Buttling-Gruppe so gut zusammenarbeiten können, können wir natürlich reagieren. Und wir versuchen in allen Bereichen diesen kurzen Dienstweg weiterhin am Leben zu erhalten. Unser Kunde muss sich auf uns verlassen können. Buttling hat also eine riesengroße Mannschaft, die also jederzeit in der Lage ist, kleine und vor allen Dingen auch sehr große Aufträge zu bewältigen. Wir haben uns mittlerweile ungefähr in meinen 30 Jahren Niedermühle für 22-facht. Und das grundsätzlich geht immer nur, wenn das Zusammenspiel funktioniert. Die typische Buttling-Qualität ist eigentlich implementiert in den Mitarbeitern, kann man schon sagen. Hier herrscht halt insgesamt ein hohes Qualitätsbewusstsein bei Buttling. Wenn jeder für das, was er macht, die Verantwortung übernimmt, dann kommt was Gutes dabei raus. Weil Verantwortungsbewusstsein hat was mit Qualität zu tun. Wir bauen darauf, dass wir uns auf das Wort des anderen verlassen können. Ehrlichkeit, wenn man mal was verbockt hat, muss man es dann halt auch zugeben. Jeder darf einen Fehler machen und dann bekommen wir das auch wieder in den Griff. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass der Kunde uns auf einen Fehler hinweist. Solange wir selber uns auf Fehler hinweisen oder Fehler zugeben, ist alles gut. Hier auf dem Land leben die Menschen in einer sehr engen Gemeinschaft. Und gerade wenn sie dann in einem Betrieb arbeiten, ist es wie eine große Mitarbeiterfamilie, wie ein großes Team, wo man sich kennt. Es gibt ja natürlich viele Familien hier bei Buttling, wo sich halt Ehepartner gefunden haben oder wo dann die Kinder hier auch in die Firma kommen. Wir haben also
Mitglieder der dritten Generation bereits im Unternehmen? Wir haben einen ganz großen Anteil an Mitarbeitern, die also hier mal die Lehre gemacht haben und 20, 30 Jahre hier arbeiten. Bei unseren Einstellungsgesprächen, die wir führen, sagen wir schon immer, wir suchen langfristige Mitarbeiter. Bis zur Rente ist uns am liebsten. Also ich fühle mich auch als Teil, muss ich ja sagen, als Teil der Firma. Ich denke mal, das sind doch diese 43 Jahre. Man gehört einfach dazu. Die Erfolgsgrundlagen von Butting sind, dass die Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen und ihr Bestes geben. Bei vielen Leuten kann man das auch am Ergebnis sehen, dass es so ist. Ich habe im Jahr 94 hier begonnen als Rohrleger und Schweißer. Es ging dann weiter, dass man halt immer mehr Verantwortung übertragen bekommen hat, bis hin zur Geschäftsführung. Ich kenne kein vergleichbares Unternehmen, wo das möglich ist. Das ist was Großartiges, was wir hier bei Butting haben, dass sich Mitarbeiter so entwickeln können. Echte Wertschätzung bedeutet, den Einzelnen ernst zu nehmen und ihn als Person und das, was er zu dem Gesamten beiträgt, auch zu honorieren und zu beachten. Butting denkt langfristig, wir denken in Generationen. Dass wir das tun, was richtig ist für das Unternehmen und für den Markt, in dem wir agieren, dass wir übermorgen noch da sind. Dass man zusammen mit Kunden halt Dinge ausprobiert, die sonst noch keiner gemacht hat. Mit Fertigungsverfahren, die es sonst auf der Welt nirgendwo anders gibt. Technisch interessante Produkte, die heute noch kein Mensch von uns erahnt oder kennt. Das ist der Weg, den ich für die Firma Butting sehe. Vom reinen Komponentenlieferant zum Lösungslieferant. Wir möchten uns gesund weiterentwickeln, wie ein Netzwerk über den Globus spannen, wo sich die einzelnen Unternehmen dann mit ihren einzelnen Stärken ergänzen und sich unterstützen.